So, wir wollen aber weiter. Aha. Du kriegst ein bisschen mehr vom Kuchen ab. Rest ist hier okay, ne? Ja. Da würde ich ganz gerne wieder einholen. Jetzt weiterlaufen lassen. Our people have taken control. Und wir haben jetzt 3 von 4 Punkten. Sehr gut. Dann ist jetzt ja mit Exodus das Ganze dran. Weil wir jetzt schon über dem Cap wieder sind. Deutlich über dem Cap sind. Weil die Punkte in Europa halt so viel wert sind, ne? Close. Priorities ist okay. Ja, das lassen wir das so, wie es ist. Nordkorea. Wir wollen nicht Nordkorea haben. Dankeschön. Wir würden lieber den Irak noch abstoßen. Hat nicht gereicht, leider. Und sonst haben wir nichts, wo wir Kleptokratik haben, ne? Philippinen sind schon geknackt. Wir brauchen Israel. Wir könnten in Israel die Atombombe rausnehmen. Da. Also wir können Israel die Atombombe rausnehmen und dann das eine Weile ausbluten lassen und es dann abtreten. Spoils gebe hier 116 mal 7. Das ist viel. Also wir kriegen gut Punkte zurück, wenn wir die 4 Länder hier assimilieren. Können wir in Europa eigentlich irgendwas machen? Aber uns gehört nichts in Europa. Weil wenn wir uns jetzt irgendwie Polen schnappen oder so, dann können wir Polen halt nicht nehmen für Eurasien. Und eigentlich war es ja gar nicht der Plan, dass wir Europa nehmen. Ich wollte nur nicht, dass der Feind Europa hat und die Panzer zu uns schickt. Das, ja. Also wir sind schon mit allem alliiert. Du hast keinen Casus Bellum für Israel, das bringt uns auch nichts. Island, was mit Island? Must be in same federation. Poland has claim on Iceland. Was? Poland? Was hat Polen da oben zu suchen? Ist doch viel zu kalt. Achso, ich habe auf Polen geklickt. Ne, warte. EU Manage. Ah, okay. Wir könnten auf jeden Fall schon mal einstellen, dass Europa und Eurasien sich mögen. Dass, falls der Feind irgendwie wieder Europa in die Hände bekommt, dass sie uns in den Krieg erklären können. Das klingt gut. Mit allen anderen würde es zu viel kosten. Das bringt uns nicht wirklich irgendwas. Also ich könnte natürlich auch versuchen, wirklich beides zu jonglieren. Das heißt, wir nehmen denn mit Eurasien Union so viel wie es geht von den Ländern hier außen rum. Also baltische Staaten, Ukraine, Georgien, Armenien, Usbekistan, Tadschikistan, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das wäre Dushanbe. Haben wir einen Anspruch auf Dushanbe? Ja, hätten wir. Das müssten wir denen eigentlich auch noch wegnehmen. Ja, und wenn wir das alles haben und integrieren würden, dann kriegen wir die ganzen Punkte jetzt zurück, die Kontrollpunkte. Und dann könnten wir Europa weiter ausbauen. Aber ich glaube, die Eurasien Union hat echt viele Ansprüche, die wir noch nicht haben. Guck dir das mal alles hier an.
Und da ist ja sowas bei wie Deutschland. Also, nee. Theoretisch müssten wir Deutschland jetzt schon aus der EU rauskicken. Irgendwie. Damit es denn von Polen aus in einem Jahr übernommen werden kann für Eurasien. Nee. Wir müssen einfach nur mehr Punkte bekommen mit unseren Leuten. Also wenn wir die jetzt zum Beispiel einen Punkt... Es war Command, Admin und Science, ne? Egal was wir davon machen, es gibt einen weiteren Punkt für Kontrolle. Ah ne, Admin, Command und Persuasion. Umso besser. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Punkt reinstecken... Blub. Ah, okay. Kannst du denn auch noch gleich? Persuasion. So, fehlen nur noch 4 Punkte. Der Rest kann ich. Ja, ist okay. Hat noch irgendjemand wenig Admin? Du. Also wenn wir ihr noch mehr Admin-Sachen kaufen würden, dann können wir auch genug Punkte bekommen. Wir können auch einmal die Forschung durchlaufen lassen für die 5 Punkte oder 10 Punkte, was das war. Was nur 1000 Forschung kostet. Bevor wir jetzt dieses Riesenprojekt da anschmeißen, was ich als nächstes machen wollte. Ja, na gut. Erstmal weiter. Wir können... Oh. Neu verteilen. Ich glaube, wir können 1-2 Runden so zurechtkommen. Das sollte okay sein. So. Acknowledged. Dann. Jetzt macht es keinen Sinn, hier noch den letzten zu knacken. Weil die kontrollieren keine Armee. Das ist schon in Ordnung. Wir wollen uns nicht mit denen anlegen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt eher darum, was zu tun. Wir können Sachen klauen. Aber nur von unseren Alliierten, das wollen wir nicht. Wir könnten Europa marginal stabilisieren, das ist eher Tux' Aufgabe. We'll make things safe. Where do you need me? Und ready for my mission. Also wir konzentrieren uns hier nur auf Europa und Eurasien Union. Vielleicht noch in solchen Dingern hier ein bisschen tröten. I will tell our story. Where do? Ready. Hat jetzt Polarwurf das gemacht? Nee, ready Polarwurf for orders. Was anderes machen. Tux Standing soll by. Hier stabilisieren. Tux's Kommando. We'll make things safe. Polarwolf? At your service. Standing by. Du könntest rumstänkern. Stänker mal rum. In China? 0%. Okay, never mind. Stänker mal rum. Einfach in irgendeinem Land, wo die Schutzherrschaft ist. Aber das, die wollen wir ja später auch haben, ne? Südliche Balkanstaaten. Ja, nee. Das ist komisch, wir haben nichts zu tun mit der. Ich schicke sie dann einfach mal Brief einschmeißen in Europa und guck mal, ob da irgendwas geht. Aber ich denke nicht. Nee, okay, warte. Du such einfach mal den, der am schwierigsten zu finden ist. Tracking target. So. Und Ente. Acknowledged. Du suchst bitte irgendjemand anderen. Investigating target. Und dann gucken wir weiter, was wir diplomatisch so machen können. Okay, confirm. Weiter. Wir müssen einfach nur primär die Zeit auch schön laufen lassen. Sonst kriegen wir das nie zustande, dass die Sachen annektiert werden können und die Raumbasen gebaut werden. Surveillance complete. Das ist von der Akademie jemand. Das klingt doch schon mal okay. Surveillance complete. Und noch einer von Humanity First. Das ist so lala. We've moved the needle. Das kannst du weitermachen. Things are stabilizing. Das kannst du auch noch einmal machen. Dann sind wir auf 0 Instabilität. Was ist da passiert? Irgend so ein kleiner Krieg, das ist nicht wichtig.
Das letzte Raumschiff müsste jeden Moment fertig sein. Victor 19. Take me there. Hi. Du... Das sind zwei Kampfschiffe. Ich brauche ein einzelnes Schiff irgendwo. Komm schon. Also wir könnten versuchen, einen von denen hier an... Das ist auch Zweiertrupp. Wir hatten irgendwo auf der Achse hier noch ein Schiff. Oder ist es schon weg? Wir haben zu viele Sachen mal. Der hier, der ist alleine. Shield Class Dreadnought. Ich weiß nicht. 4 Tage. Nee, ich warte weiter. Irgendwann wollen die ja bestimmt wieder ein Kamikaze-Ding hier hinschicken, das passt schon. Dum, 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 dum. I believe I have a chance to steal the Fission Platform Kit Project from die Schutzherrschaft. Wow, Fission Platform Kit. Was haben wir doch, Sepp? Warte, Name. Fission Output Kit. Das sollten wir aber automatisch bekommen. Das können wir nachgucken. Fission. Wo ist das Kit? Achso, Full Tree. Plattform Kit. Fission Plattform Kit. Ist 100% richtig? Ja, das kriegen wir zwangsweise. Und Sachen, die wir zwangsweise bekommen, zu klauen, macht null Sinn. Dann könntest du jetzt mit denen mal hinschicken. Und Polarwolf. Mach da weiter. Initiating surveillance. Gut. Confirm. Weiter, 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 weiter. We'll open a channel. Though our methods may differ, we both wish to safeguard humanity. Da, generous trade. Complete. Und abermals wird sich nichts getan haben. Nö. Ich glaube langsam, das ist wirklich das Höchste, was man haben kann. Und ich hoffe, dass es im Hintergrund ein Punktesystem gibt, dass wir jetzt einen guten Puffer haben bei Humanity First und der Akademie. Ship Launch, Stern Romeo. Ja, wir haben jetzt 4 Schiffe. Wir können einfach weiterbauen. Wir brauchen für nichts anderes die Ressourcen. Ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Ship Construction. Ja, oder? Ja, komm. 293. 3 Wasser. Go. Wir werden eine Flotte aufbauen, die den Instant vaporisiert werden kann. Wer bist du? Initiative. Da ist das Fission Platform Kit, was wir hätten klauen können. Wie gesagt, irrelevant. We're winning their hearts and minds. Order is returning. Du kannst was anderes machen. Wir haben inzwischen Mitte Februar gleich. Und Pflanzen zu verbrennen. Okay. Panik. Weitbreitende Panik wegen einer Sichtung von einem Alien in Europa. Gerüchte über die Alien-Experimente oder über Alien-Experimente sorgen für ein Misstrauen der Regierung gegenüber. Wir können einfach dafür sorgen, dass es weiterläuft. Hier kriegen wir 3 Punkte Unrest in Europa und Cohesion verändert sich um 2. Wir können die Bevölkerung beruhigen.
Dadurch läuft trotzdem alles schlecht. Oder wir können das Militär reinsetzen. Democracy Core um Score um minus 0,01. 0,01? Ja. Wir hatten bisher einen Plus von 0,015. Also ist das okay. Ja komm, Panzer fahren. Zack. Haben wir immer noch 0,005 Plus. Solange es Plus ist, ist alles gut. Und auch ein kurzfristiges Minus können wir in Kauf nehmen. Nano Factory wird durch. Was sagt die Forschung? Wir sind überall in Führung. Das können sie unwahrscheinlich einholen. Das können sie unwahrscheinlich einholen. Das können sie unwahrscheinlich einholen. Es ist schon praktisch, so eine ganze Phalanx aus Stationen um die Erde rum zu haben, die alle einen Forschungsboost geben haben. Wir könnten sie eigentlich noch mehr ausbauen. Ja, was mache ich jetzt sogar? Wir haben... Das bessere Solar Lab haben wir noch nicht, ne? Solar Collector. Hatten wir das nicht? Achso, wir haben... Solar... Nein. Social... Hydroponics Bay. Die Dinger hier haben auch alle Crew. Eine Crew, drei Crew, drei Crew und 15 Crew, die alle auch Ressourcen verbrauchen. Wenn wir jetzt noch mehr Labore dazu packen, könnte es sich lohnen, so eine Hydroponics Bay da reinzusetzen. Die ersetzt jetzt 50 Crew, die Kosten davon. Also brauchen wir mehr Strom. Ich nutze jetzt mal Stufe 1 Module, was jetzt vielleicht nicht ideal ist, aber dann sind auf jeden Fall die Sachen schon mal hier. Also, Solar Collector sind nochmal 10 Punkte. Space. Dann hätten wir 14 Punkte über. Das hier ist Social. Social verbraucht 3. Also wir könnten jetzt 4 Module dann bauen, richtig? Space. 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 Angeblich noch 4 über. Weil 4 mal 3 12 ist. Das rechnet schon alles zusammen, ne? Die Labore selber machen 3 Crew dazu. Das heißt, wir wären schon bei 45 Crew. Ne, wir wären bei 50 Crew. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Hydroponics-Ding hinbauen, sollte es sich sogar rentieren. Also Hydroponics. Current and under construction. Achso, das braucht mehr Strom. Ja, es braucht deutlich mehr Strom. Okay. Dann vielleicht doch noch ein Solarkollektor. Und dann Hydroponics. Und dann noch ein Social. Okay. Ich glaube, die Base wäre so jetzt fertig und stabil, oder? Oh Gott. Jetzt brauche ich auch nur einen Monat oder so, ne? 15. März? Ja. Adds one strength to our successful public campaign missions. Maximum of 9. Ja, die haben wir bald. Das heißt, wir kriegen 9 Punkte mehr fürs Tröten. Das ist gut. Was machen die anderen in der Hinsicht? Was ist Welfare? Ja, die anderen machen nur Forschung direkt. Das ist Social das Einzige, was uns da was Direktes gibt? Das Military-Ding bringt 0,03 zum Tech-Level. Davon bis zu 10 Stück. Also das Military-Ding sollten wir auch ausbauen, gerade wenn der Krieg ansteht. Das sind die Social-Sachen, ne? Ja. Da werden wir einen guten Boost bekommen. Ich
springen nochmal Military. Wo ist dein... Du bist schon Tier 2, ne? Nein. Warum kann ich dann kein Tier 2? Upgrade. Okay. Upgrade. Das wollte ich eigentlich zwischen den Folgen machen, ne? Ah, da war was. Military. Xeno. Info. Hat komischerweise keinen Strom. Du brauchst noch einen Solarprojektor. Komischerweise brauchen die hier wohl mehr Strom als die anderen. Solar Collector Bild aufstufen da. Dann fehlt noch Bio 2. Upgrade. Weltraum. Upgrade. Hier könnte übrigens noch ein zweiter rein, oder? Space Science. Ja, ich weiß nicht, warum es vorher nicht schon war. Und wir können schon mal einen weiteren Solar Collector für später dazu bauen, ne? Ja, komm. So. Und ich glaube, damit hätten wir... Was mit einem Space Dock? Die stufen wir auch mal auf. Und haben dann hoffentlich Platz für das Shipyard-Dingens. Und anderes Gedöns, was mit der Schiffsproduktion zu tun hat. Ja, ja, alles ausbauen. Wir brauchen Dyson-Sphären und O'Neill-Zylinder und alles. Jetzt heißt es aber wieder erstmal Aliens verbrennen, ne? Also, tuck, verbrennen ist nur ein Ziel. Heading to the LZ. Hinder. Ready for my mission. Standing by for orders. Das da ist immer noch okay. Oh, Eurasien ist nicht mehr sicher. Und wir haben sofort zwei feindliche Agenten da. I'm here. Das gefällt mir nicht. Where do you need me? Polarwolf. Eigentlich wollte ich mit ihr sichern, aber sie kann gar nicht sichern. Ready for orders. Duck. Protecting our interests. Ready to go. Wir haben hier nichts Wichtiges, was wir noch ändern wollten, richtig? Was mit Europa können wir noch machen? Spricht nichts gegen, ne? Ich glaube nicht. Okay. Jo. Eurasische Union und Europäische Union sind alliiert und werden irgendwann digitieren zu Eurasischem Megablob. Das ist in Ordnung. Und Polarwolf. Ich würde schon ganz gerne irgendwie vor Chaos sorgen. Hier, südliche Balkanstaaten. Coup d'etat. Geht nicht. Aufknacken. Aufknacken ginge. Temporary disable the benefits of a control point. Also die kriegen noch nicht die Ressourcen davon. Das ist doch super. Wer von den beiden ist gerade besser dran? Also von Servants und Protectorate. 11 Boost, 12 Boost. Die Servants scheinen die Erde gar nicht zu verlassen. Also sind die hier im Endeffekt gefährlicher, weil sie mehr Weltraumressourcen haben. 2800? Ne, 2,8 Einfluss. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen heftig. Sie haben eindeutig mehr Kontrollpunkte. Also ich würde sagen, das Protektorat ist gerade gefährlicher. Ah, die sind mit 3 im Krieg, die sind nur mit 2 im Krieg. Das würden wir dann ändern. Also in Konflikt ist ja noch okay. Aber wenn sie jetzt wirklich die Wahl haben, pinkeln wir Humanity First ans Bein oder uns, dann gehen sie eher auf Humanity First. Und das würde ich ganz gerne auch so beibehalten. Also nein, wir suchen jetzt von den Servants irgendwas und machen da ein bisschen Stress. Haben die noch irgendwas in Europa? Da wäre was. Kannst du
Italien aufknacken? Nein. Das ist alles in anderer Hand. Das ist schon auf. Das könnten wir jetzt auch so checken, richtig? Alle Nationen. Oh, noch besser. Wir gehen einfach hier rauf, sagen, wir würden gerne Crackdown und gehen von oben die Liste durch und suchen nach denen. Hier, Sudan. Ist jetzt nicht unbedingt sehr einflussreich für die, aber das cracken wir jetzt einfach mal. Und so gehen wir nach und nach die Liste durch. Dadurch verlieren sie Geld. Also sie verlieren nicht Geld, aber sie kriegen weniger Geld, was auch okay ist. Confirm, weiter. Making things safe for our people. Offering counsel. Heimat ist sicher. Komm schon, gib mir irgendein kleines Raumschiff. Lass mal abschießen. Wir gucken, wie das funktioniert. The people will come to our side. Weiter. We will never know if Lise Meitner and Otto Hahn even dreamed that their discovery of nuclear fission would one day be used to build spaceships. Let us hope, nevertheless, that we would have made them proud. Chancellor Li Qingzhao, keynote speech at the Spaceport Summit. Molten Core Fission System. Hart die Nuclear Freighter, aber halt nur zu 67%. Da müssen wir jetzt, muss ich versuchen darauf zu achten, ob man es bekommt oder nicht. Wenn wir es innerhalb von 2 Zyklen oder so nicht bekommen, dann müssen wir es eben klauen. Stopp. So, wir haben die Wahl, die nächste Forschung auszuwählen. Cybernetic wurde vorgeschlagen. Increases the maximum military tech of for all human nations by 0,5. Also man kann ein höheres Military Level erreichen. Was für uns nicht wirklich vorteilhaft ist, weil wir sind noch nicht mal nah dran. Aber mit Cybernetics können wir unsere Agenten aufmotzen. Und das klingt sehr praktisch. Allerdings können das die anderen auch. Quantum Computing brauchten wir in Richtung 6. Agentenslot, ne? Braucht 10.000. Predictive, nein. Fleet Combatants, Marine Assault Units. Layered Defense Array. Ja, wir sollten auch weiter in die Richtung gehen, dass wir Point Defense Laser Turrets zum Beispiel. Advanced Missile Doctrine 30.000? Nein. Point Defense Laser klingt sehr gut. Die nehmen wir mal. Oder? Railguns. Railguns klingt auch super. Vor allem brauchen die keinen Strom. Wobei, den Lasern könnten wir eventuell nicht genug Strom haben und dann können sie nicht schießen. Das klingt auch unpraktisch. Oh, nein. Allow sending probes to Mercury. Ja. Ich würde ganz gerne, da wir eh schon führend sind, würde ich ganz gerne die Führung weiter ausbauen und Merkur auch noch schnappen. Oder? Ah. Oh, das sollte man sich gut überlegen, richtig? Also erstmal dauert es wieder eine ganze Weile, bis wir die Dinger da bauen können. Dadurch kriegen wir dann noch mehr Ressourcen rein. Mit den noch mehr Ressourcen könnten wir noch mehr Raumschiffe bauen und noch eher Alienschiffe zerstören. Das ist doch eigentlich alles nur ein Vorteil, richtig? Die Aliens werden stinkiger, je mehr Basen wir bauen. Also auch Kolonien auf dem Merkur dann. Aber bisher halten die sich ja echt noch zurück, ne? 2 Punkte haben wir nur von 5. Ich glaube, das wäre gut. Weil die anderen Fraktionen würden ja ihre Punkte... Erstmal haben sie nicht viele Boostpunkte und Ressourcen. Und sie würden, wenn sie welche über hätten, erstmal auf dem Mars was bauen, anstatt auf dem Merkur. Wir haben definitiv genug Punkte, um da uns was zu krallen. Nee, mach ich. Merkur. Merkur incoming. In diesem Jahr noch, wenn ich das so lassen würde. Und so auch, wenn ich es lassen würde. Nö, dann verteilen wir das alles mal schön gleichmäßig. Ja, nice. Das heißt, wir können Ende dieses Jahres schon eine Probe Richtung Merkur schicken. Und dann vergleichen, wie die Stats vom Merkur sind verglichen mit dem Mars. Und auch unsere zukünftigen Kolonien da schon mal sichern. Also, dass wir da, ne? Dass keine andere bauen kann.
So, wir haben erfolgreich den Sudan geknackt. Den haben wir jetzt nicht vor, uns zu schnappen. Wir wollen einfach nur rumstänkern. Das ist okay. By the numbers. Aliens wurden verbrannt. Ist ebenfalls okay. Fission Reactor Array. Das war das Tier 2 Modul. Für die Marskolonien zum Aufstufen. Dann wollte ich jetzt einmalig. Sortieren wir nach Geld. Ich würde gerne einmalig Punkte uns holen. Das ist in 3 Monaten fertig. 2 Monaten. Und dann haben wir keine Roten da mehr. Oh, noch mehr Pflanzen? Ja, neue Pflanzen. We are now able to undertake the Nuclear Freighter Project. Die Beschleunigung, also der Transport von Hub-Modulen wird um 20%, also 18% beschleunigt. Und es reduziert die Boost-Kosten, um Sachen von der Erde wegzubekommen. Heißt, wir ändern. Wie teuer ist das? Wieder nach Namen sortieren. Nuclear Freighter 2000. Ja, das machen wir gleich im Anschluss. Also einmal das hier durchlaufen lassen, damit wir nicht mehr rot sind. Danach die Nuclear Freighters. Das ist schon mal schön, dass wir den bekommen haben. Es war ja nur eine 2/3 Chance, ne? Okay. Tux kann gleich weiter mit dem Flammenwerfer. Ist nur einer. Gear up. Where do you need me? Und er meckert, dass wir 1,7 Influence pro Monat verlieren. Daran arbeiten wir. Was sagt eigentlich meine Liste an Leuten? Wir haben uns schon länger nicht mehr Tux und Riku angeguckt. Genau. Tracking Target. Guck mal ganz kurz danach, ob alles okay ist. Und Polarwolf. Ready for orders. Warte, wen guckst du dir an? Du guckst dir Riku an. Dann brauche ich noch jemanden für Tux. Polarwolf, guck mal ganz kurz Tux an. Surveilling Target. Ja, ganz unauffällig. Auch da hinreisen. Und dann klappt das schon. Das war's. Ich glaube, das war's. I will help them. Wir kriegen auch immer mehr Mission Control Punkte dazu. So, Tux ist bei 16. Wo ist mein Stift? 16 ist super. Continue. Solid Core Fission Reactor. Nerva Drive. Person of Interest surveilled. Und Riku ist bei 12. Ja, also die niedrigsten, die wir haben, ist Doug selber. Der war bis vor kurzem noch bei 11. 12, 16, 12. Und Raketo war vor kurzem bei 21. Also müssen uns dahingehend nicht so wirklich Sorgen machen. Ich mache mir allerdings Sorgen, dass einer vielleicht schon seit einer ganzen Weile ein Doppelagent ist und wir das gar nicht merken. Aber da wir ja alle paar Monate zumindest jeden einmal checken, sollte das irgendwann auffallen, oder? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass diese 0,1 Prozentpunkte, die irgendwo fehlen, dass das ein Indikator ist, dass ein Agent absichtlich eine Mission verliert. Das, kann man so aber nicht sagen. Was wir auch noch machen könnten, Mission in Progress. Wäre versuchen einzuflippen. Das hatten wir vor einer Weile schon mal angefangen, aber dann wurde ich von irgendwas abgelenkt. Ich glaube, es waren die Panzer, die überall angefangen haben zu fahren. Ich denke, das wäre eine gute Sache. Das heißt, wir schicken dann gleich die beiden wieder los mit ihren Lupen und suchen dann irgendeinen von den Untertanen oder Schutzherrschaft und probieren ihn zu flippen. Jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit, noch mehr Ressourcen reinzupusten als vorher, um denn das zu erzwingen, dass sowas klappt. Also da bin ich halbwegs zuversichtlich, dass es funktionieren könnte.